Merci, Madame Präsidentin. Das schon gesagt, geht das schon lange hier. Jeder kann sich daran erinnern, für uns 10 Jahre von dieser Platz aus hat der dämliche Premierminister Jean-Claude Juncker bedauert, dass seine Regierung, also seine Partei, kann noch so nicht genug für das Logement gemacht hätten. Also ein Minister hauptsächlich. 10 Jahre sind vergangen. An das Problem vom bezahlbaren Wohnraum zu Lützburg ist noch mehr gewusst. Das ist sogar ein von den Hauptproblemen hier am Land gehen. Nicht nur für die Leute, die ganz wenig verdienen, sondern in der Zwischenzeit auch für einen guten Teil von den Mittelschichten. Was ist eine gute Wohnungsbaupolitik? Das ist eine, die der ganzen Bevölkerung erlaubt, eine ehrbare Wohnung zu haben, kein Schlaf, also ohne sich zu ruinieren und ohne, dass er zu finanziellen Engpässe feiert. Ein gölle Regel ist ja, dass kein Mensch über ein Drittel von seinem Einkommen an eine Wohnung investieren müsste, aber das ist bei weitem ja nicht mehr der Fall. Wir wissen, was bis jetzt nicht gegraben wird. Eine Baupolitik, die sich nur da offen orientiert, zu gut, wenn die öffentliche Hand an einer Palette von Subventionen angreift. So eine Politik hat es nicht fertig, sowohl den Preis von der Immobilie zu reduzieren, noch den vom Bauterrain. Öffentliche Subventionen, die mit Steuergeldern finanziert gehen, sind wahrscheinlich kein wirksames Mittel für Drogenpreise auszuüben. Am Gegenteil, dass ein mit öffentlichen Geldern finanziert Kaution für weiterhin um Bauern und Bodenmarkt Preise horrend an die Luft zu treiben. Es gibt zwar überhaupt, die Subventionen geben nicht dazu führen, dass proprietären Preise werden erhöhen, weil Subventionen sich auf den Loi-Theorik basiert. Da sind ich mir nicht so sicher, ob das so ist, weil mit der Zeit kennt ihr auch so eine Art Inflation-Theorie als einfach entstehen. Auf jeden Fall, das Observatoire de l'Habitat meint auch an diesem Zusammenhang, dass eine Inflation von den Preisen nehmen durch eine seriöse Erweiterung vom Parc Locatif, also vom Bau von Wohnungen, könnte neutralisiert gehen. Was aber sicher ist, ist, dass diese Subventionen nicht dazu beitragen werden, dass Preise raufgehen. Und wird sowieso auch ein Kostenpunkt drohen. Im Jahr 2011 wird Population eligible, also die Leute, die vorkommen, für so eine Subvention zu kriegen. Das waren ungefähr 12.000 Leute. Los sind doch 19.000, wenn nicht sogar mehr sowieso. Tendenz weiß klar, sowieso nur oben. Und das ist natürlich alarmierend und gibt euch zu bedenken, dass ein radikales Umdenken entstehen muss, am Platz nehmen zu pleistern. Was Subventionen anbelangt, höchstens kann den Day natürlich envisagieren als eine kurzfristige Mesure d'urgence, limitiert über ein paar Jahre, so lange, wo man auch den Logementsproblem nicht gelöst kriegen, weil das immerhin noch eine Möglichkeit für die Leute direkt Material in den Namen zu greifen. Und wenn das eine Möglichkeit ist, dann muss ich das natürlich auch betrachten, aber es kann keine Politik auf lange Dauer sein. Das Problem, die kriegen wir nicht an den Griff, solange wir den Marché wie bis jetzt freihand überlassen. Dafür sind es immer, es wundert mich immer, weil Leute auszumerken oder sogar haben sie da Simili-Parteien gründen, wo sie behaupten, die Städte gibt so phänomenal angreifen an allen Bereichen vom Leben. Heute zu Lützburg wird ein Logement belangt, auf jeden Fall ist das bei weitem nicht der Fall. Mit den Resultaten, die wir aber wirklich können erleben. Also wir kriegen das Problem auch nicht gelöst, solange wir uns auf homöopathische Mesuren limitieren. Das kann zum Beispiel ein Beispiel von der Baulücke sein, die natürlich am Prinzip Sinn machen und die müssen unterstützen, aber natürlich kein Hauptpilier von einer Logementspolitik durchstellen können. Eine erste Etappe muss das sein, dass wir uns eins gehen über die Besuchung. Der Wohnraum, den zu schaffen, muss chiffriert gehen. Wir gehen davon aus, dass das pro Jahr 8.000 neue Wohnungen müsste sein. Wieso nach 1000, über die Zahl kann ich natürlich diskutieren, deshalb sind es das, die nach 4 Jahren von mindestens 6.500 zusätzlichen Logementen geschwärt haben, dann das wussend. Bon, Hauptsache, kann ich sich über eine gewisse Machtskritik eins gehen. Und dann muss ich wissen, wo auch gebaut wird, wer erlebt, zu wissen, wer erlebt den aktuellen Bauperimeter. Aber es muss aber dabei klar sein, dass die Bauperimeter auf keinen Fall einfach so auch ob ein für die Umwelt laxistisch erderweise Plan ausgeweitet soll gehen. Dann ist auch die Etappe von der Beschaffung von neuen Bauterrain und da gibt es verschiedene Aussätze. Ein interessanter Levier ist den,
den auch die Industriebrochen betrifft. Und da kann ich noch gucken, was den Tübinger Modell so zum Beispiel vorschlägt, sich da inspirieren kann. Es sind Leute, die bestimmt wissen, worum es geht. Ich kann das kurz erklären, wenn ich ein konkretes Beispiel hält, zum Beispiel ein Bruch am Rollinger Grund, an der Gegend, wo ich wohne, von Villeroy zum Beispiel, da kann die Gemeinde hingehen. Sie will den Terrain aufkaufen, mit Wohnungen, mit dem Gedanken, Wohnungen drauf zu bauen. Wahrscheinlich wird die Sozietät auch dieselbe Gedanken für Wohnungen drauf zu bauen, aber natürlich mit diesen Kriterien, respektive eine Wohnungsgemeinschaft, darum geht es auch noch, für die drauf zu installieren. Der Proprietär will natürlich das Maximum daraus erschlagen. Das aber nicht als Bauterrain klassiert, und da hat die Gemeinde eine Möglichkeit, für zu sagen, solange wir uns nicht eins gehen, auch über die Sanierung vom Terrain, weil er das auch noch immer, da kann ich natürlich das auch noch diskutieren, ich meine, die Laminoir zu Diedling, das war eine unmögliche Geschichte, für sich da können eins zu gehen. Aber ja, da gibt den Terrain nicht umklassiert, das ist der Proprietär, wird kein, ja. Gott hat das gemacht, ich bin lange nicht mehr am, ich bin eh lange nicht mehr am Gemeinderat, dann aufhängt, schon geschieht. Ja. Herr Wagner, kommt ihr bestimmt Madame Polfer, bisschen Madame Polfer. Ja, Madame Loschert, da hat er schon die letzte Information gegeben. Vor der Lohnführung, wie gesagt, der Kollege vom Stadter Gemeinderat wird nicht briefen. Das, ich hoffe, ja, ich werde noch, so, das wird noch geschehen. So, Nationalpolitik. Bon. Voilà, führen wir weiter. Wenn es, wenn es trotzdem nicht zu einer Transaktion à l'amiable kann gehen, weil der Proprietär trotzdem vielleicht hofft, dass vielleicht eine Tendenz an der Gemeinde der Schäferrot bildet, kann er natürlich auch noch mit der Waffen der Expropriation drohen und damit sie natürlich auch den legislativen Arsenal ausbauen. Wie ich schon viel Droge so tun, kann ich den privaten Markt in der Freihand nicht überlassen. Lützburg muss schnell handeln und es muss in so eine Art Marshallplan absetzen. Wir schlagen dafür auch vor, dass eine nationale Wohnungsbaugesellschaft gegründet wird. Da muss ich natürlich auch gucken, wer dem Fonds du Logement, wer dem mit der Société des Habitations Bon Marché guckt, inwiefern ihn die vielleicht auch zusammenbringt. Und das ist natürlich an uns in einer Gesellschaft, die sich nicht soll darüber begrenzen, Logemente bauen zu lassen und noch gewisse Kriterien zu vergehen und zu gerieren. Mit der öffentlichen Gesellschaft soll auch die Leitung überholen und zu einem größten Teil selber auch bauen. Sie hat dann eine Permissionen, Mobilisierung von den Terrain, die Mobilisierung auch von den Finanzmitteln, den Bau selber zu betreiben, für den Fall der Groß davon, und am Zusammenspiel mit Stadt und Gemeinden zu sozialen gerechten Preisen zu verlohnen oder mit Amphitheos zu verkaufen. Mir wird evident, dass die öffentliche Hand erste Ablokation muss angehen, weil da auch die größten Schwierigkeiten stattfanden. Am Jahr 2009 nach waren 29% von den Lokatären unter dem Seuil der Pauvreté, am 59 und auch gehen sie die Schwierigkeiten um einen vom Mond. Es kann ich leider davon ausgehen, dass das Zölle eindeutig weiter geklommen sind. Also, das Wohnungsbaugesellschaft soll auch diverse Wohnmodelle promovieren. Sie wird den klassischen Lokativ. Kann natürlich auch Proprietät sein, über die Abschlüsselung muss ich sich noch können festlegen. Aber auch intergenerationelle Logemente oder WG-en, Genossenschaften, wie in der Dorma, wollen nennen. An der Part vom positiven Impact auf das Logement, den so eine Wohnungsbaugesellschaft auslesen gibt, gibt das Gesellschaft auch jetzt beitragen zur Bekämpfung vom Chômage. Leute erstellen, Leute ausbilden, auch Junker an den diversen Berufen, die nötig wären, wie Urbanismus, Finanzen, Administration, Ingenieure, Bauarbeiter, Handwerkerinnen, Bauarbeiterinnen, an Umweltspezialisten, also weiter so viel. Und alles Berufe an Ausbildungen für eine nützliche Gesellschaft, die eine Lebensperspektive anbieten geben und die schlussendlich eine Belebung von der nationalen Wirtschaft auch schärfen geben. Wir sind uns bewusst, dass so eine Gesellschaft nicht von heute auf morgen auf Bein kann gestalten. Wir meinen aber, dass der politische Willen all die Aspekte aufpacken kann, von einem rationell und organisiert und demokratisch planifiziert. Das Problem ist einfach den, wenn wir alle wissen, dass Preise sowohl vom Wert vom Terrain aufhängt, den exzeptionell explodiert, wie auch Margen aufhängt von den Promoteuren, die zwischen Zwillen von 20% leihen, die sind natürlich auch raufgegangen, wenn es da Krise, weil sie lochen in Deutsch drüber bis zu 30%. Herr Präsident,
Am Prinzip dürft so etwas wie Sozialwohnungen nicht existieren. Alle Wohnungen, die gebaut werden, müssen abordabel sein. Der Bau von Sozialwohnungen aus Jahren erwähnt, dass der Markt nicht preisgerecht für die Bevölkerung bauen kann und dass die öffentliche Hand mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern, da angreift, wo der Markt versieht, weil die nehmen für eine Minorität profitorientiert funktioniert. Das ist natürlich besser. Es hat ihn doch, es konzentriert den sich auch an einer gewissen Phase, zumal so low, und das schon mal gesagt ging, ob Sozialwohnungen, wenn wir wissen ganz genau, und da das auch verschläft ging während Jahrzehnten, dass heute Lützeburg der Proport von sozialen Wohnungen lamentabel ist im Vergleich mit anderen Ländern. Das geht auch schon heute gesagt von mir Kurten. Wenn wir sehr geholt gehen für einen gewissen Tor, auch für Logement akkommodiert, das auch gesagt gehen. Zu bauen, da sind wir auch noch nicht ganz weit gekommen, weil, wie der Pakt der Logement zum Beispiel, die gesagt auch für, dass den 10% der Wohnungen, die am Kader von einem PHP gebaut gehen, akkommodiert sollen sein. Das Projekt von der Baulücken, der noch präsentiert gauf, von der Regierung, der gesagt zu gehen, Tor von 30% für, davon auch aufgesehen, dass das noch nicht klar ist, ob die Qualität von diesen Wohnungen identisch ist, wie die normalen Wohnungen, und dass nicht klar ist, wie viel zum Verkauf, auf wie viel zur Lokation ausgeschrieben gehen, muss ihnen sich eins in WTQ moderiert wirklich bedeutet. Das sind dann 80% am Prinzip vom Durchschnittspreis an der Stadt gibt das. Nach immer 80% von 6.700 Euro der Meter Karre am Prinzip bedeuten, der Kurs wohl moderiert vergleich natürlich mit einem unmoderierten Durchschnitt, der schon inabordabel ist. Ich meine, auch all die Sachen über Finanzmenter, über Finanzmenter, wo ich noch muss diskutieren, ich meine, das muss ich in einem ganzen Zusammenhang gesehen. Da werden wir natürlich auch auf die große Steuerreform, die nächstes Jahr kommt, wenn wir meinen, dass es muss sozial gerecht sein, das ist progressiv, stark progressiv muss sein, und dass es noch auf neue Resetten kann werden, die natürlich auch neue Geldquellen werden bringen, die in der anderen auch ganz stark an das Logement kann investiert gehen. Wir haben auch schon oft proposiert, dass die Reserven von den Pensionsfonds auch massiv an so ein Programm könnten herangepumpelt gehen. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wo man mit einem Schlag zu mehr geschlagen kann. Eine von den Ursachen von den Logementsproblemen zu Lützburg, also ohne Zweifel natürlich Spekulation mit Gebäuden und mit Terrain. Ich verstehe, dass für gewisse Leute Spekulation etwas Normales ist, was der freie Markt auslässt. Ich weiß auch, dass das der Fall ist. Wir wissen das. Und justement muss ich noch das regeln, weil das sonst ausufert. Es gibt natürlich auch schon Bestrebungen, der Pakt Logement erlaubt das ja auch, für Bruchland, Gebäude oder Bauterrain zu taxieren. Taxation soll aufschreckend wirken, also graduell an die Luft gehen, so dass Spekulanten nun nicht mehr in ihrer Bruch verdienen können. Das betrifft natürlich nicht unbedingt eine Wohnung, die reserviert für seine Kinder, die auf der Uni sind und so weiter. Ich meine, da muss ich dadurch ein bisschen anders das gesehen. Es geht darum, für ein übermäßig Spekulation auf hochleihend Gebäude oder Terrain zu applizieren. Also das muss ich so gesehen. Und da gibt es natürlich auch Städte, die Pionierarbeit gelegt haben, wie Birkrisch, an Esch, und das muss ich natürlich auch begrüßen, aber das geht natürlich noch nicht durch. Es muss auch Direktmesuren holen, die Lokatäre betreffen, weil das sind die größten Schwierigkeiten konfrontiert sind. Für was gesagt, ich habe schon am Anfang von meiner Rede gesagt, ich stimme der Logik von den Subventionen auf lange Dauer, auf jeden Fall, skeptisch gegenüber. Wir meinen, es soll einen anderen Weg anschlagen, zur Errichtung von der Stärkung von den Rechten von den Lokatären. Du hast natürlich auch das Gesetz, was muss herkommen, was auch tatsächlich garantiert, dass der Proprietär nicht über 5% von den Investitionskosten überschritten, das ist natürlich auch schon vorgesehen, aber das Gesetz muss das doch garantieren und da muss auch ein Clause, ein ganz klarer Clause am Contrat de Bail festgelegt gehen, die nachdem sie auch unterschrieben gauf, bei einer zuständigen Stelle muss obligatorisch angemeldet gehen und die dadurch noch kontrollieren. Und das könnte geschehen über die Schaffung von einer nationalen Mietkommission zum Beispiel,
Das ist auch ein Punkt, den ich in den Angriff misstuellen, weil wir wissen, dass die lokalen Mietkommissionen oft, wenn sie überhaupt wirklich funktionieren, nicht unbedingt, was die neidisch Mittel verfügen, viel zu funktionieren. Und davon auch aufgesehen, sind wir ja meistens nicht, was hier eh recht informiert war. Vielleicht wissen wir nicht, dass es so Kommissionen gibt. Da muss ich natürlich auch Informationsarbeit machen. Dafür meinen wir, dass DW, dass den MIS-DW ausschließt von einer nationalen Mietkommission, natürlich müssen wir den Modus finden, wie die Gemeinden an dieser Kommission anzubannen, wären. Aber natürlich ist aber weiterhin noch das Problem, dass hier eine Ortschaft, die 5% nach weiterhin nicht zu bezahlen sind. Vielleicht muss ich doch gucken, wie eine Art Zone hier im Land vorzuhören, den wo den Tosischgift nach vielleicht aufpassen. Zum Aufschluss, weil ich schon zu viel geschwärt, wie immer, es gibt elementär Besuchen von den Menschen, die müssen erfüllt gehen, aber die öffentliche Hand angreift, weil wir so eine total ungleichmäßige Gesellschaft hätten. Das ist der Fall von der Bildung, das ist der Fall von der Gesundheit. Wir wissen, wie schlecht es einer Bevölkerung geht, wenn das Besuchen nicht mit der privaten, unsichtbaren Hand über losgeht. Kein Mensch mit gesundem Menschenverstand aus der Meinung, dass so Besuchen der Markt komplett über losgehen. Korrekt wohnen, also in unseren Augen, auch ein fundamentaler Besuch, ohne Idee, kein unendlich Lebensperspektive möglich ist. Aber wenn wir also auf dem Punkt eins sind, dann müssen wir die Konklusion daraus erzählen, an Recht auf Wohnen politisch so behandelt wie Recht auf eine Bildung, an Recht auf ein gesundheitliches Tratement. So nicht, merci. Merci dem Herrn Wagner, an der Schuss der Bissen mit der Stobauer üben. Voilà, wir sind der Menge um N von der allgemeinen Diskussion gekommen und wird direkt der Staatssekretär am Logement, den Herrn Mark Hansen.